Ich dachte mir so, kleine Bushcraft-Tour im Wald machen. Das ist bestimmt deutlich kühler, ist ja normalerweise so im Wald, aber dem ist nicht so. Meine Güte, es ist im Moment heiß. Wenn du Lust hast, mir beim Schwitzen zuzugucken, dann komm da einfach mit. Ich bin heute unterwegs auf einer kleinen Bushcraft-Tour, möchte mir gleich was ganz Einfaches zu essen in die Kiemen hauen, weil ich schon echt Hunger habe. Es gibt noch ein paar sehr wichtige Informationen, die erzähle ich glaube ich gleich im Anschluss, weil die so hinten ans Video ranzukleben ist irgendwie doof. Und ich möchte heute noch ein Video drehen über die Prabos-Schuhe, die ich ja mal bekommen habe. Die habe ich jetzt einige Zeit in Testung, da werde ich eine kleine Review auf meinem Ausrüstungskanal machen. Wer so Lust hat, sich da was anzugucken, der kann hier gerne aufs Ausrufezeichen oben drauf klicken. Da kommt dann demnächst was, beziehungsweise dieses Wochenende soll es eigentlich gleichzeitig rauskommen. Deshalb könnt ihr das dann direkt gucken, wenn ihr wollt. Aber hier soll es natürlich um Outdoor gehen. Wichtige Informationen, die betreffen das Community-Treffen, beziehungsweise die Community-Tageswanderung, als auch, und noch viel wichtiger Informationen, die Community-Übernachtungswanderung. Folgendes. Die Tageswanderung, da ändert sich nicht viel. Im Endeffekt habe ich geguckt, ob wir irgendwie eine Route bauen können mit einem legalen Grillplatz, dass wir legal was kochen können. Das geht nicht. Alle Grillplätze, die da irgendwie drumherum sind, die mir angezeigt worden sind, die würden deutlich was kosten. Ne? Der eine zum Beispiel, ich glaube Egesdorf oder so, kostet 40 Euro. Da kann man ja mal drüber schnacken, ob man das vielleicht dann in den folgenden Treffen irgendwie mal angeht oder so. Aber jetzt dann ist es einfach nur eine Tageswanderung mit ungefähr, ja im Endeffekt ein Rundwanderweg. Ne? Wir sind 4-5 Stunden, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem wer Lust hat. Ne? Man ist ja nicht gezwungen die ganze Zeit komplett mitzulaufen. Dauert das Ganze und dann haben wir einen entspannten Tag. Viel wichtiger ist, die Übernachtungswanderung, die ich verlosen möchte, unter knapp, also dass 4 Leute ungefähr mitkommen können, die muss verschoben werden. Das tut mir sehr, sehr leid, wirklich. Aber da ist was Familiäres dazwischen gekommen. Deshalb möchte ich die eine Woche, glaube ich, vorverlegen. Also vom 7. auf den 8. draußen pennen. Und wir werden uns hinter Fassberg treffen. Die genaue Route erfährt man, wenn man mir eine E-Mail schreibt. Das wollen wir jetzt nämlich so machen. Und dann eingeladen wird von mir sozusagen. Ich lose das dann ein bisschen aus. Das heißt, wer Lust hat, vom 7. auf den 8. September mitzukommen raus, entspannt draußen zu chillen, zu schlafen, eine Wanderung zu machen, insgesamt 40 Kilometer höchstens, also 20 und 20, der bitte mir eine E-Mail schreiben an hilberg@hotmail.de und darunter suche ich dann ein paar Leute aus. Es tut mir unglaublich leid für die Leute, die sich schon gemeldet haben, aber ich hatte ja auch noch nichts Verbindliches zugesagt. Das hat sich aber einfach ja, jetzt verschoben, dass wie gesagt, ich kann nur sagen, es tut mir leid, aber es ist jetzt so, wie es ist. Das heißt, wir gehen eine Woche früher auf Übernachtung sozusagen raus. Wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail, hilberg@hotmail.de und dann werde ich da auch relativ zügig in den nächsten anderthalb Wochen, ich denke spätestens bis zur Community-Wanderung, obwohl das ist ja nur noch eine Woche, ne? Also bei der Community-Wanderung, wo ich dann natürlich ein Video von machen werde, werde ich dann auch, ich werde euch einfach die E-Mail beantworten, dann wisst ihr Bescheid. Und dann ist gut, ne? Ja, das waren die wichtigen Informationen. Ich würde sagen, ich suche mir mal einen schönen Platz, um mir da ein bisschen was Leckeres zu essen zu machen. We'll be right back.
Die Infos zum Treffen und so weiter findest du natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Da schreibe ich das nochmal ein bisschen genauer auf, ja, falls man mein Gebrabbel nicht so ganz verstanden hat. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne nochmal das Video angucken. Ich will euch treffen, Community treffen. Da gibt es die meisten Infos, nur halt, dass das mit der Übernachtungstour jetzt verschobene Daten sind. Ne? Das hat sich geändert. Jetzt machen wir erstmal ein paar kleine Nüdelchen, weil ich habe echt Hunger und ich werde schon langsam grantig. Weil wenn ich nichts zu essen kriege, dann werde ich richtig böse. Guten Appetit. Tja, meine Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Eigentlich sollte das nur ein kleines Informationsvideo werden, das 2 Minuten lang ist. Irgendwie ist daraus gerade eine Mini-Tour geworden. Ja, ich wollte einfach noch eine Runde wandern und dann dachte ich, ach komm, ne? Dann noch ein bisschen länger und dann machst du noch einmal im Wald rum und auf einmal war wieder eine Stunde um. Aber ich glaube, ihr beschwert euch nicht, wenn das Video ein bisschen länger wird. Noch einmal ganz kurz erwähnt, die Infos findest du natürlich noch mal unten in der Videobeschreibung. Wenn was unklar ist, schreib mich einfach an. Ne? Auf YouTube kann man sich mittlerweile nicht mehr persönlich anschreiben, deshalb immer YouTube, E-Mail meine ich. Ich weiß nicht, warum sie diese Information rausgenommen haben, aber sie haben es anscheinend. Zumindest habe ich kein Nachrichtenfach bei YouTube mehr und kann auch niemanden mehr Nachrichten bei YouTube direkt schreiben. Ne? Kommentare gehen, das ist logisch, aber so privat nicht mehr. Deshalb einfach eine E-Mail schreiben, wenn du an der Übernachtungstour teilnehmen möchtest, die sich ja jetzt verschoben hat. Dran denken, tut mir leid, aber ich versuche es wieder gut zu machen. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du dann richtige Outdoor-Touren. Einmal mal durchklicken. Ich habe so eine kleine Playlist aufgemacht, wo ich nur Übernachtung reinstelle. Ne? Dass die Bushcraft-Touren, wo ich nur ein bisschen koche und in der Hängematte rumhänge, getrennt sind von den Übernachtungstouren. Kannst du einfach mal reinklicken. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Oder du guckst auch noch rüber zu den Ausrüstungsvideos. Darüber würde ich mich auch sehr freuen, wenn du ein Gear-Junkie bist oder dich einfach nur für bestimmte neue Sachen interessierst und ein paar Tipps haben möchtest. Ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss. Der Wind begleitet mich. Weht von dannen.